Heute gestalten wir eine intuitive Schnecke. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Sophie, ich bin intuitive Künstlerin, Reiki-Meisterin, Buchautorin und vieles mehr. Ja, heute machen wir eine intuitive Schnecke. Und zwar machen wir sie ganz bunt, habe ich mir heute gedacht. Und ihr könnt mir wieder zuschauen. Und ich mache es heute, wie gesagt, bunt. Und wir beginnen auch schon. Zuerst mit Gelb und es kommen noch ganz viele andere Farben. Und am Ende werde ich dann dudeln. Ich freue mich auf das Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und wie immer, wenn ich was zu sagen habe, dann melde ich mich. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Thank you.
Unsere Spirale ist jetzt so gut wie getrocknet. Und jetzt können wir noch dudeln. Ich habe vorher Schnecke gesagt, gell? Ich meinte Spirale. Aber vielleicht ist sie ja auch eine Schnecke. Es kann ja auch sein, dass es auch hier irgendwo, dass das eine Schnecke ist oder so. In jedem Fall können wir jetzt dudeln. Und wir nehmen uns unsere Stifte. Mal schauen, mit welchen Stiften ich heute dudeln möchte. Ich habe nämlich ganz, ganz viele. Schauen wir mal. So, da es geht auch schon los. Wir schnappen uns einfach jetzt mal den ersten Stift und machen jetzt noch so ein paar Sachen hinein in die Schnecke. Thank you.
Thank you.
tatsächlich ist das Bild fertig. Und wie ihr gesehen habt, habe ich einige Stifte auch eingebaut. Und einem den da hier, den da, den da, den da, den da, den da, den da. Ich glaube, das war's. Vielleicht noch den hier, glaube ich. Und den hier. Ah nein, den habe ich ja eben hier schon. Genau. Aber das ist das Ergebnis. Und ich wollte noch eine Info sagen. Ich muss mir unbedingt neue Pinsel kaufen. Das sind nämlich meine alten Pinsel aus der Kindheit und die sind einfach nicht gut. Ich meine, fürs Kindsein hat es damals gereicht, aber ich brauche echt neue Pinsel. Also wenn ihr einen Tipp habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber zurück zum Bild. Ja, es ist wieder mal sehr kraftvoll und tatsächlich ist es jetzt doch eine Schnecke geworden. Eine riesige Schnecke mit einem kleinen Kopf. Aber ja, wie gefällt euch die Schnecke? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich von euch zu hören. Es hat mir mal wieder irrsinnig viel Spaß gemacht und mich auch sehr entspannt. Ich bin irgendwie voll müde geworden beim Malen und beim Zeichnen. Aber ich glaube, das ist deswegen, weil ich einfach so entspannt bin. Ich bin richtig entspannt gerade so. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Scheut euch nicht, mir einen Kommentar zu schenken. Ihr wisst, ich freue mich immer riesig über eure Kommentare und natürlich auch über eure Likes und über euer Abo. In diesem Fall, nicht in diesem Fall. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss, alles Liebe.